Hallo, hallo. Im letzten Video wurde ganz kurz gezeigt bzw. erklärt, welche Möglichkeiten es gibt oder welche Produkte es gibt, um für eine klassische Erstausrüstung an Make-up und ja, Zubehör für Fotografen. Es ist nicht nur das Make-up oder so Zubehör, welches du unter Umständen mitnehmen kannst oder solltest zu einer Fotoproduktion, sind auch oft noch viele Kleinigkeiten. Kommt ganz schön was zusammen. Wie schon im letzten Video erklärt, sehr oft wird an die Kamera gedacht, an Blitze, an Softboxen, an Reflektoren, an was auch immer, ob die Akkus geladen sind, ob alles gereinigt ist. Bei mir kommt aber eigentlich noch immer Folgendes mit. Und zwar, das ist die zweite Box hier, wo kleine Zubehörteile einfach sind, um das Shooting angenehmer zu gestalten bzw. um einfach flexibler arbeiten zu können. Es ist hier jede Menge Klebeband. Wird gerne verwendet für People-Shootings, Fashion-Shootings, auch Produkt- und Tabletop-Aufnahmen. Faserverstärktes Klebeband, hier zufällig in Gelb, kann oft gut sein, um Markierungspunkte am Boden zu setzen oder im Freien draußen irgendwo Markierungspunkte zu setzen. Kann auch sein, dass man mal ganz schnell ein Stativ oder ein Lampenstativ an einem Baum oder einem Mast befestigen möchte. Dann ja auch transparentes Klebeband. Alles im Baumarkt irgendwo zusammengekauft. Transparentes Klebeband verwende ich sehr gern für People- und Fashion-Shootings. Und zwar kommt das durchaus vor, dass Kleidungsstücke durch die Nähte oder durch Reißverschlüsse einfach am Körper reiben. Das macht das Ganze dem Model nicht wirklich einfacher. Mit dem transparenten Klebeband kann man einfach auf der Innenseite, zum Beispiel bei Corsagen oder so, oder Kleidern, es einfach zukleben, verdecken und das Model hat einfach ein angenehmeres Gefühl vom Kleidungsstück her. Graues, faserverstärktes Klebeband, schwarzes, je nachdem welche Farbe verwendet wird, gelb-schwarzes Absperrband, zwar in der Industrie verwendet für bewegliche Teile, ist aber auch sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel Kleider fotografiert, die sehr einen weiten Rock haben, dass man hier ein paar Stufen markiert oder einfach ein paar Stolperstellen einfach markiert. Kommt auch vor in älteren Gebäuden zum Beispiel, dass hier Türstöcke sind, die etwas niedriger sind als die normale Körpergröße der Personen. Einfach einen Streifen raufgeklebt und fertig. Verwende ich zum Beispiel auch für Stativbeine, um die Stativbeine zu markieren, um eben Stolperstellen zu markieren. Nochmal transparentes Klebeband und dann ja auch transparentes und schwarzes doppelseitiges Klebeband. Eignet sich hervorragend für Tabletop- oder Produktfotografie, um Objekte und Gegenstände zu markieren bzw. Zu befestigen. Auch in der Luft zu befestigen oder an der Wand zu befestigen. Kann auch mal sein, dass man einen Luftballon an die Wand klebt. Das Transparente wird auch gerne verwendet, um Stoff zum Beispiel am Körper zu fixieren. Sind Stofftücher oder Kleider, die eher fallen, wo man nicht will, dass man zu viel in das Dekolleté sieht. Gibt es dann natürlich dieses Beauty Tape und was auch immer im Zubehörhandel. Ganz normales transparentes Klebeband reicht natürlich auch. Und eine Schere dann natürlich dazu. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Koffer, wo kleine Leckerlis drinnen sind. Das können sein Gummibärli oder so Fruchtzuckersachen. Einfach mal, damit die Leute zwischendurch etwas zum Naschen haben. Kaugummi ist auch hin und wieder sehr hilfreich. Oder eben, wie schon gesagt, Gummibärli. Sehr hilfreich, wenn die Leute etwas zu kauen haben oder sehr saure Zuckerl und so weiter, um eben die Gesichtsmuskel einfach ein bisschen zu entspannen. Tja, hier ist ein Verband als Deko für ein Shooting. Jede Menge Klemmern aus dem Baumarkt in verschiedensten Ausführungen und Farben. Sind sehr hilfreich, um Kabel irgendwo zu befestigen, um Kleidungsstücke zu fixieren. Oder auch, wenn es nötig ist, vielleicht mal einen Reflektor oder irgendwas an einen Hintergrund zu hängen.
auch in größerer Ausführung, wird auch gerne verwendet für Studiohintergrund, für Rollen, um diese zu fixieren. Möglichkeiten sind ohne Ende. Wichtig ist auf jeden Fall, sie immer mitzuhaben. Wieder ein Ladegerät, verschiedenste Klemmen, Taschentücher, Schnupfensaison wird immer häufiger. Und auch so ein Testverschluss eignet sich auch hervorragend, um irgendwelche Objekte, Stative zu irgendwo befestigen. Und eignet sich auch hervorragend, kleiner Tipp, vielleicht mal ein eigenes Video, um gewisse Reflektoren oder Lichtformer auf einen Aufsteckblitz zu montieren. Das funktioniert mit Klettbändern sehr gut. Tja, und dann gibt es hier noch dieses diese Galerieschnur. Kann auch eine Angelschnur sein oder was auch immer. Ist einfach ein dünner, transparenter Faden. Ich hoffe, man sieht den im Video. Der eignet sich hervorragend, um bei Outdoor-Shootings zum Beispiel Äste auf die Seite zu spannen oder bei Produktfotos gewisse Objekte in das Bild zu hängen. Und diese Dinge sind einfach sehr leicht wegzuretuschieren. Oder man sieht sie je nach Lichtverhältnisse auch gar nicht auf dem Foto oder auch auf dem Video oben. Tja, das war es eigentlich. Ein kleiner Einblick in die Schatzkisten, welche immer zu Shootings mitkommen. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.